Der Telestar 1998 für das Lebenswerk geht an den Schauspieler Horst Tappert. Ungezählt sind die Preise, mit denen der beliebte Fernsehstar, den die Presse auch gern den besten Botschafter Deutschlands nannte, im In- und Ausland geehrt wurde. Auditorium, l'Ispettore Derrick, Horst Tappert. Der in Italien besonders beliebte Künstler erhielt 1995 den höchsten italienischen Medienpreis, den Fernseh-Oscar. Der Mann, der als Oberinspektor Stefan Derrick ein Vierteljahrhundert Fernsehgeschichte schrieb, begann seine Theaterkarriere 1945 in Stendal. Unter Regiegrößen wie Fritz Kortner und Hans Schweikart spielte er die unterschiedlichsten Charakterrollen an allen bedeutenden Bühnen der Bundesrepublik. Auch später zog es ihn, trotz zahlreicher Fernsehverpflichtungen, immer wieder zum Theater. 1956 gab Horst Tappert sein Fernsehdebüt. In vielen Film- und Fernsehproduktionen stellte er sein komisches Talent unter Beweis. Stehen sich alle Männer um, schaut das ganze Publikum, denn Annemarie ins Wasser geht. Ins Wasser geht. Der Bademeister merkt sich das, er nimmt sogar ein Opernglas, denn Annemarie ins Wasser geht, ins Wasser geht. Insgesamt trat der Schauspieler in mehr als 25 Filmen auf. Auch in großen Kinoerfolgen war Horst Tappert zu sehen. Aber Sie werden ihn doch bestimmt kennen. Nein, der Name ist mir unbekannt. Das ist aber merkwürdig. Er hat doch ein Foto von Ihrer Kapelle gemacht, das draußen im Schaukasten hängt. Unser Eins wird so oft fotografiert, man kann nicht alle Namen behalten. Entschuldigen Sie bitte. Ich habe noch einen kleinen Nebenberuf. Sie haben es plötzlich so eilig, Mr. Fairbanks? Ja, aber noch Zeit genug für Sie beide. Vorwärts! Los, rein mit euch. Na los, schneller. Na, bewegen Sie mal die müden Beinschmäler. Hm? Noch ein paar Schritte. Ah, noch ein paar Schritte. 1966 gelang ihm als englischer Chefposträuber Mike Donegan in Die Gentlemen bitten zur Kasse der erste große Fernseherfolg. Für ihn der Durchbruch als Charakterdarsteller. Von da ab häuften sich seine Fernsehauftritte. Der Produzent Helmut Ringelmann engagierte Horst Tappert für einen Auftritt in der ZDF-Krimiserie Der Kommissar. Tapperts Rolle, ein Alkoholiker, der unter Mordverdacht steht. Vielleicht sind Sie in das Zimmer der Frau Kluge eingestiegen. Und hab sie umgebracht. Wieso denn? Sie hat mir doch nie etwas getan, diese Frau. Ein weiteres Mal geriet er ins Visier von Erik Ode als zwielichtiger Geschäftsführer eines Nachtclubs. Ja, das wär's. Oder können wir im Augenblick mehr feststellen? Nee. Vielen Dank, Herr Karls. Mhm. Vom 20. Oktober 1974 an spielte Horst Tappert die Rolle seines Lebens. Er wechselte die Fronten und jagte von nun an Mörder und Ganoven. Nein! Mein Name ist Derrick. Mordkommission. Mein Name ist Derrick. Derrick! Ja, mein Name ist Derrick. Ich bin Kriminalbeamter. Ich habe einen Mord zu klären. Anfangs fiel der berühmte Fernsehkommissar noch nicht durch Maßanzüge auf. Auch sein Vernehmungsstil war etwas rüde. Sie schweigt! Sie verdammte Schweigt! Stefan! Doch das änderte sich im Laufe der Zeit. Der Oberinspektor begab sich zunehmend in den psychologischen Zweikampf mit dem Täter. Selten gab es Verfolgungsjagden. Derrick griff bei seinen Ermittlungen öfter zum Telefon als zur Waffe. Ja,
Mit Intuition, Hartnäckigkeit und mitunter einer Portion Glück lösten Derrick und sein engster Freund und Kollege Harry Klein, gespielt von Fritz Wepper, manchmal mit besonderen Mitteln ihre Fälle. Oh! Ein Kripo-Gespann, das Fernsehgeschichte schrieb. Stefan und Harry hatten manchen Anlass zu feiern, denn in nur 3 von 281 Mordfällen konnten sie die Täter nicht überführen. Ich habe ganz vergessen, Ihnen zu sagen, dass ich auch oft hergehe. Aber nur, wenn das Stadion voll ist. Ich bin nämlich Fußballfan. Derricks Väter. Der Erfolgsautor Herbert Reinecker, der die Drehbücher aller 281 Folgen schrieb, und Helmut Ringelmann, der Produzent so erfolgreicher ZDF-Kriminalserien wie Der Kommissar, Der Alte und Siska. Ihnen gelang etwas, womit niemand gerechnet hatte. Die Serie Derrick wurde zum absoluten Exportschlager. Sì, signora Römer. Entriamo. Derrick vagyok. Csak egy kérdésem van. Elmehetünk ma délután magához. Otthon lesz? Nimm ein Lesbrunni, ich kann nicht sehen. Was Standard? Der Standard hat uns von der Spürabdelung ist. Und warum weiß ihr mir das? Uns will bei ihr graag inkommen. Ja. Und dann kommen die schon wieder rein. Nicht nur vor, sondern auch hinter der Kamera war Horst Tappert in seinem Element. Das ist ganz einfach. Ich habe seit 1952 schon Regie geführt. Ich habe am Theater angefangen, Regie zu führen. Und ich war nur als Schauspieler immer sehr viel beschäftigt und kam dazu, eben selten Regie zu führen. Aber alle meine Tourneen habe ich selber inszeniert. Ich habe mindestens 20 oder 30 Theaterinszenierungen gemacht. Und dann kam eines Tages Herr Ringelmann und sagte, möchtest du nicht mal einen Derrick machen? Und ich sagte sehr gerne, es würde mir Spaß machen, denn inzwischen hatte ich durch die Arbeit, durch die langjährige Arbeit, doch eine Ahnung von dem Vorgang, vom technischen Vorgang, Licht und so weiter. Und dann habe ich den ersten gemacht und das jetzt hier ist der 10. Ob als seriöser Kripo-Oberinspektor Stefan Derrick oder als heiterer Showstar, Horst Tappert machte einfach immer eine gute Figur. Bella Uschi und die lustigen Hunde. Wow! Ja. 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 Alles in Ordnung? Gut. Absolute Ruhe, ja? Danke. Bitte, Herr Carell, Sie können kommen. Ich bin Derrick, wenn ich morgens ins Atelier gehe. Und der Derrick verlässt mich, sobald ich das Atelier wieder verlasse. Und ich glaube, diese Art der Beschränkung auf eine Rolle, die völlige Identifizierung mit der Rolle, auch innerlich, im Moment, wo gedreht wird, nur die Wahrheit zu sagen. Das, was ich empfinde, das, was ich fühle, das, was ich denke. Ich glaube, das trägt dazu bei, dass man diesen Kerl halt mag. Es geht um die kleine Feier, die wir vorbereitet haben. Bitte. Ach, die würde ich gar nicht so wichtig nehmen. Mein Vorschlag wäre so unauffällig wie möglich. Meine Damen und Herren, Derrick! Ganz so unauffällig war der Abschied von Stefan Derrick nach 24 Jahren dann doch nicht. Gastgeber Thomas Gottschalk hatte alle zu einer Party versammelt. Mörder, Opfer, Tatverdächtige gaben sich ein letztes Stelldichein. Derrick sagte allen Goodbye. Horst Tappert wollte nun endlich mehr Zeit mit seiner Frau Ursula verbringen und öfter in seine Wahlheimat Norwegen reisen. Doch wenige Monate nach Derricks Pensionierung zog es ihn wieder vor die Kamera. In der Rolle eines Geistlichen am Vatikan in dem Spielfilm Der Kardinal. Diese Angelegenheit werde ich ihm wahrscheinlich genau.
genau das Gegenteil von dem raten, was Sie ihm anraten. Hm. Horst Tappert ist gegangen. Seinen Millionen Fans aber auf der ganzen Welt wird er unvergessen bleiben. Arrivederci and goodbye. Hey, Mr. Gentleman, wir trafen uns auf vielen Wegen.